Hallo meine Lieben, wie geht's euch heute? Tag 9, 90 Squats. Oh mein Gott, ich habe gerade selber ein bisschen Angst. Das habe ich mir da bloß eingebrockt mit der Challenge. Okay, also nach 45 Squats gibt es eine kurze Pause von 60 Sekunden. Ich habe extra mein Handy hier auf die Seite gepackt, damit ich die Uhr genau stoppen kann. Und dann geht's weiter in einer Variante der Squats. Und zwar gehen wir normal wie immer tief und spreizen ab. Und tief und ab. Das ist unsere Variation nach dem ersten 45. Okay, zähle 4 mal 10 und dann nochmal 5. Nochmal ein- und ausatmen. Atme nochmal tief ein. Mit der Ausatmung fangen wir an. Come on, 45 Stück. Und 10, 9, Bauch ist fest. 7, 6, come on, 5. 4, 3, 2, 1, noch 3 mehr, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, die erste Hälfte fast geschafft, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, come on, 2, 1, super, noch 10, 9, 8, 7, 6, noch 5, fast geschafft, 4, 3, 2, 1 und die letzten 5. Come on. 5. Bauch ist fest. 4. Wir verdrängen das Fett. Come on. Die Zellulite will erstmal schön glatt gebügelt hier. Okay. Und noch einer für mich. Und jetzt heißt es 60 Sekunden Pause. Ich stoppe die Zeit. Come on. Lockert euch aus, ihr Lieben. Gleich geht's weiter in unserer Variante, die ich euch gerade gezeigt habe. Nutzt die Zeit, atmet ein und aus. Kurze Verschnaufpause. Boah, da haben wir uns aber was vorgenommen. Fast haben wir es geschafft. Wer die 90 schafft, ihr Lieben, der schafft auch locker die 100. Okay, ihr Süßen. Noch 30 Sekunden Pause, dann geht's weiter. Macht euch schon mal geistig und mental darauf bereit, was jetzt gleich kommt. Und zwar kommt jetzt gleich die Variante. Wir gehen tief und spreizen immer jeweils ein Bein zur Seite ab. Dann gucke ich jetzt auf die Uhr. Noch 15 Sekunden. Okay. Füllt den Körper nochmal mit Sauerstoff. Es geht direkt weiter. In 5, 4, 3, 2, 1. Und kommt tief und zur Seite. Komm tief und zur Seite. 2, 3, 4, 5. Ihr kommt jetzt nicht darauf an, dass ihr das Bein ganz gerade haltet, wie eine Ballerina, sondern einfach nur abspreizen. Ob im gebeugten Zustand oder im gestreckten, das ist euch überlassen. Okay. Und kommen wir tief zur Seite. Und die ersten 10 haben wir geschafft, jetzt. Okay, noch weitere 10, come on. 9, Arme nach vorne. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fast die Hälfte geschafft. Mit der Übung trainiert ihr übrigens auch schön die seitliche Muskulatur. Das ist ein toller Vorteil von dieser Übung. Und noch einmal den Popo, die seitlichen Anteile des Gluteus Maximus hier. Okay, noch 6, 5, ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, 4, 3,
2. Und jetzt nochmal 15 Stück. 15. 14. Boah. 13. Come on. Beiß dich durch jetzt. 12. Noch 11. Boah, Hammer. Noch 10. Come on. Noch 9. Boah, Hammer. Echt. Noch 8. Puh. Spann den Bauch schön an. Du trainierst dann den Bauch komplett mit. Noch 6. Noch 5. Boah, Hilfe. Noch 4. Schön zur Seite. Noch 3. Immer sauber ausführen. Lieber etwas langsamer, aber für Ausführen ganz sauber. Und der letzte. Und abspreizen und komm noch einmal. Tief und halte für 3, 2, 1. Geschafft. Morgen hast du einen Tag Pause und dann geht's rund. Dann kommen wir zum Maximum unserer Squat Challenge. Dann kommen wir direkt auf die 95 und dann geht's auf die Zielgerade mit 100 Squats einen Tag später. Ruhe dich morgen noch mal ein bisschen aus. Morgen gibt's wieder ein Erklärvideo von mir. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Daumen hoch nicht vergessen. Instagram runninggirl_linda. Und lass mir ein Abo da, ich freue mich. Bis dann, macht's gut. Tschüss.